Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Guide-Video. Ich bin's wieder, dein Alexos, und ich möchte dir heute vorstellen, wie du mit dem neuen Champion-Punkt-System klarkommst als Schadensausteiler. Wir werden uns heute anschauen in diesem Video, wie man am optimalsten die Champion-Punkte verteilt, unabhängig von der Klasse, dem Volk und der Ausrichtung. Das heißt also, dieser Guide ist kein Allrounder-Guide, denn die Champion-Punkte allgemein wurden ja so angepasst, dass sie jetzt wesentlich allgemeiner funktionieren. Das heißt also, prinzipiell ist der beste Weg bei allen Klassen und allen Spielweisen fast identisch. Ich werde euch in diesem Video also erzählen, wo unterscheiden sich Magiker und Ausdauer-Schadensausteiler in den Champion-Punkten und wie verteile ich am besten die Champion-Punkte für Champion-Level 160, 300, 600, 1000, 1200, 1500 bis 2100 hoch. Wir gucken uns sowohl die blauen als auch die roten Champion-Punkte an, denn die grünen haben keinerlei Gameplay-Relevanz. All das also in diesem Video, das heißt also, egal ob du einen Ausdauer-Zauberer, eine Magiker-Nachtlinge oder gar ein Magiker-Templer spielst, es spielt keine Rolle, was für eine Klasse du spielst, es spielt keine Rolle, ob du ein Ork, ein Dunkelelf oder ein Hochelf bist, dieser Guide hier funktioniert für alle Klassen. Denn man muss bei dem Champion-Punkte-System jetzt nicht mehr seine Champion-Punkte einzeln für den Content anpassen, was im alten Champion-Punkt-System der Fall war. Vor allem grüne und rote Champion-Punkte mussten früher an den jeweiligen Raid im PvE angepasst werden. Jetzt ist das nicht mehr so. Du kannst jetzt immer mit derselben Champion-Punkt-Verteilung in unterschiedlichen Content rumlaufen. Wir gucken uns dabei das Ganze aus der Schadensausteiler-Perspektive an. Am besten ein Schadensausteiler, der das Maximale an Schaden rausholen möchte. Ich werde noch ein extra Video veröffentlichen für Leute, die viel Solo unterwegs sind, aber der Weg unterscheidet sich dort nur minimal. Du kannst dich also auch hier schon dran orientieren. Ja, und orientieren ist das richtige Stichwort, denn um uns das Ganze anzuschauen, müssen wir natürlich ins Spiel gehen. Also let's go, gucken wir uns das Ganze ein bisschen genauer an. Lasst euch vom Schild nicht irritieren. Wir gucken uns das Ganze hier zwar auf meinem Tank an, aber die Champion-Punkte sind ja bei allen Charakteren nach diesem Update aktuell zurückgesetzt. Wir gucken uns die Champion-Punkt-Verteilung für Schadensausteiler an. Also nicht vom Schild, der jetzt gerade zu sehen war, irritieren lassen. Wie fangt ihr am besten an und wie viele Champion-Punkte braucht ihr, um ungefähr ja, ein gutes Maß an Schaden rausholen zu können? Wie viele Champion-Punkte braucht ihr also, um relevant zu sein? Das hat sich stark verringert. Und wir gucken uns das heute an, wie das alles aussieht. Denn es ist so, dass das Champion-Punkt-System an Relevanz verloren hat. Es ist nicht mehr so wichtig. Das heißt also, es spielt keine Rolle, ob ihr Champion-Level 660 seid oder ob ihr Champion-Level 1200 seid, ob ihr Champion-Level 2000 oder 3600 seid. Es ist alles ungefähr nah beieinander. Das heißt also, das Champion-Punkt-System macht nicht mehr so viel Schadenunterschied, wie es im alten Patch der Fall war. Früher sah das Champion-Punkt-System nämlich noch ein bisschen anders aus. Wo macht ihr also jetzt eure ersten Punkte rein? Ihr habt die ersten 10 Champion-Punkte freigeschaltet. Wo ballert ihr die rein? Naja, bei Präzision. Denn präzise ist eins der stärksten Schadensattribute im Spiel. Neben Durchdringung, diese beiden Attribute, kritische Wahrscheinlichkeit und Durchdringung, sind stärker als zum Beispiel rohe Magie und Waffenkraft oder Magiker und Ausdauer. Also unsere ersten 10 Punkte kommen in Präzision. Danach wollen wir erstmal aktive Fertigkeiten freischalten, denn diese aktiven Fertigkeiten hier sind das Besondere an dem neuen Champion-Punkt-System. Denn ihr seht jetzt schon hier, das Ganze ist aufgeteilt in drei verschiedene Farben. Einen Crafting- und Geldspar- bzw. mehr Ressourcen-Erhaltungs-CP-Baum, der heißt Geschick. Einen ja, Kampf- und Schadensverringerungs-CP-Baum, der heißt Macht. Und einen Überlebensfertigkeits- und Kostenverringerungs-Champion-Baum, der heißt Kraft. Und wir gucken uns als erstes jetzt hier die Macht an. Und da seht ihr schon, es gibt hier unterschiedliche Champion-Punkte, unterschiedliche Farben. Ich habe jetzt in diesen gelb-weißen Champion-Punkt, der so ein bisschen kleiner ist, der Stern ist, leuchtet ein bisschen kleiner, oder ist insgesamt ein bisschen kleiner, habe ich jetzt 10 Punkte rein investiert. Das ist ein sogenannter passiver Champion-Punkt. Denn diese 10 Punkte, die ich jetzt hier reingesetzt habe, die gelten sofort und machen meinen Charakter besser, machen meinen Charakter stärker. Ihr seht nun aber hier oben, ich weiß, im Video ist das Ganze ein bisschen verdeckt, aber wenn ich das Ganze jetzt so umschalte, dass ihr das sehen könnt ohne diese Einblendung, dann seht ihr,
es gibt jetzt hier nichts großartig Spannendes oder irgendwie so. Ja, das ist einfach eine Champion-Punkt-Leiste. Denn in diese Leiste können wir aktive Champion-Punkte reinmachen. Es gibt nämlich nicht unendlich viele passive Champion-Punkte, aber gefühlt unendlich viele aktive Champion-Punkte. Wir müssen nun eine Entscheidung treffen. Das heißt, so wie bei den Fertigkeiten, müssen wir nun wählen, welchen Champion-Punkt, welchen aktiven nehmen wir wann mit und tauschen wir die aus, welcher ist wann besser und so weiter und so fort. Das heißt also, wir schalten jetzt erstmal unseren ersten aktiven Champion-Punkt frei, oder das ist zumindest unser Ziel, wir wollen jetzt den ersten aktiven Champion-Punkt freischalten und dann nehmen wir uns hier Kampffinesse. Das erhöht unsere kritische Effektivität, nicht kritische Chance, kritische Effektivität um 10%. Das wollen wir auch gleich direkt aufs Allerhöchste machen und dann müssen wir diesen Punkt anwählen und hier oben reinziehen. Mehr passiert hier nicht, also nicht so schlimm, dass das hier bei mir verdeckt ist, durch mein Overlay oben vom Video. Ihr verpasst hier oben nichts. Hier zieht man einfach nur die Punkte rein. Man hat 4 Punkte blau, 4 Punkte rot, 4 Punkte grün, die man verteilen kann. Jetzt habe ich hier also 10 Champion-Punkte in Präzision, 50 Champion-Punkte in Kampffinesse. Ich bin jetzt also schon Champion-Level 180. Warum? Weil wir immer pro Champion-Punkt jedes Level up kriegen wir immer einen Champion-Punkt pro Farbe. Das heißt also, immer wenn ich ein Level mache, kriege ich erst einen Champion-Punkt für grün, dann einen für blau, dann einen von rot. Wieder von vorne. Grün, blau, rot. Das heißt also, wenn ich hier 60 Punkte verteilen möchte in blau, muss ich bereits Champion-Level 180 sein. Denn 180 geteilt durch 3 verschiedene Farben sind 60. Ich hoffe, das konnte man soweit verstehen. Ich werde euch jetzt also immer nennen, wie viele Champion-Punkte verteilen wir und welches Champion-Level müssen wir aktuell sein. Wenn wir uns jetzt also am Anfang nur die blauen, die wichtigsten Champion-Punkte anschauen, dann könnt ihr das quasi immer mal 3 rechnen vom Level her. Ich sage euch das aber auch immer. Ich habe mir das hier nämlich alles aufgeschrieben. Ganz altmodisch steht das hier alles in meinem Büchlein drin und ich habe für euch die besten Möglichkeiten, die ihr da einschlagen könnt, versucht, hier ein bisschen hübscher darzustellen. Okay, wir haben 50 Punkte in Kampffinesse und jetzt wollen wir nach hier oben, denn hier oben sind die relevanten für uns schadenserhöhenden Champion-Punkte. Es gibt auch die Champion-Punkte hier unten, die unsere maximale Marker, Ausdauer oder Magie und Waffenkraft erhöhen. Fakt ist aber, diese Champion-Punkte hier unten sind wesentlich schwächer und wenn ich meine wesentlich, meine ich nicht nur ein bisschen, sondern viel, viel schwächer als die Champion-Punkte hier oben. Und da das hier auch kaltweiße Champion-Punkte sind, also die, die wir hier oben ausrüsten müssen, aktive Champion-Punkte, können wir die nicht mitnehmen, weil wir brauchen die hier oben. Die hier oben sind nämlich wesentlich stärker als die hier unten. Und um nach da oben zu kommen, müssen wir erstmal in diesen Champion-Punkt-Layer. Das ist so eine Art Galaxie, da sind mehrere Champion-Punkte drin. Und da stecken wir jetzt hier 10 Punkte in Durchdringung. Sobald wir hier 10 Punkte reingemacht haben, ist wieder ein gelber Champion-Punkt, also er wirkt passiv. Durchdringung, neben kritischer Wahrscheinlichkeit eines der stärksten Schadensattribute im Spiel, können wir hier wieder rausgehen. Und jetzt haben wir den Weg nach hier oben freigeschaltet. Jetzt kann ich hier oben Punkte rein investieren. Und anfangen tue ich mit Einzelzielschaden. Den maximiere ich und rüste ihn aus. Das ist ein aktiver Champion-Punkt. Als nächstes schnappe ich mir hier an dieser Stelle, nachdem ich den Einzelzielschaden freigeschaltet habe den Schaden über Zeit. Auch den muss ich ausrüsten. Danach schnappe ich mir beißende Aura. Auch hier 50 Punkte rein und ausrüsten. Jetzt habe ich 4 aktive Fertigkeiten ausgerüstet, 4 aktive Champion-Punkte. Ich kann also nicht mehr mitnehmen. Die Champion-Punkte, die hier unten sind, zum Beispiel hier, ja, klingt ja ganz nett, 150 Magie-Waffenkraft, nice to have. Es ist aber kein passiver Champion-Punkt, sondern ich müsste jetzt einen dieser Champion-Punkte hier rausnehmen, um den mitnehmen zu können. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Also, das sind unsere 4 aktiven Champion-Punkte. Die könnt ihr mit eigentlich jeder Spielweise so nutzen. Egal was für eine Klasse ihr seid, egal was für eine Rasse ihr seid, also Volk, egal ob ihr Marker oder Ausdauer spielt, bis hier an dieser Stelle unterscheidet sich nichts. Alles ist identisch. Und wir mussten insgesamt 660 Champion-Punkte investieren, um hierher zu kommen. Und jetzt, mit dieser Verteilung, haben wir fast alles an Schaden freigeschaltet, was wir hier letzten Endes erhalten können. Das heißt also, mit dem Champion-Level 660 haben wir den Großteil des sogenannten DPS freigeschaltet. Alles darüber ist nice to have, aber über 80% des Schadens, den wir letzten Endes jetzt hier aus dem Champion-Punkte-System erhalten können, den haben wir jetzt schon.
Das heißt also, 660 ist so ein Sweet Spot, den könnt ihr euch als Schadensausteiler merken. Alles darüber ist nice to have, aber kein must have. Okay, alles klar. Soweit, so gut. Zu dem etwas verwirrenden Sachen mit den Aktiven komme ich ganz zum Schluss. Ich möchte euch jetzt hier nicht aus dem Konzept bringen. Wie verteilen wir unsere Champion-Punkte, wenn wir über Champion-Level 660 sind? Nun, das ist ganz einfach. Wir wollen jetzt erstmal hier aus Präzision so viel kritische Wahrscheinlichkeit wie möglich rausholen, denn das ist ja das stärkste Schadensattribut. Also ballern wir hier weitere 30 Punkte rein, sind jetzt Champion-Level 750. Dann gehen wir hier in Durchdringung rein und ballern weitere 30 Punkte in Durchdringung, um so viel Durchdringung wie möglich rauszuholen. Danach gehen wir hier erstmal wieder raus. Jetzt schalten wir, und jetzt kommt der erste Unterschied zwischen Magicka- und Ausdauercharakteren. Jetzt schalten wir unser Main-Attribut frei, also unser Hauptattribut, mit dem wir hauptsächlich Schaden machen. Ein Magicka-Spieler würde jetzt also Magicka freischalten, ein Ausdauerspieler würde Ausdauer freischalten. Ich mache das jetzt mal für die Ausdauerspielweise. Ich packe jetzt also Punkte hier in Ausdauer rein. Danach gehen wir hier wieder in erweiterte Macht. Und jetzt gibt es hier einen linken Weg, der ist ein bisschen schlecht zu sehen, und einen rechten Weg. Der linke Weg erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir magische Statuseffekte aktivieren und erhöht die Effizienz dieser magischen Statuseffekte. Das heißt, die kriegen mehr Magie und Waffenkraft angerechnet. Und auf der rechten Seite haben wir einen Weg, der für Ausdauercharaktere interessant ist. Dieser erhöht die Wahrscheinlichkeit für physische Statuseffekte und auch hier wird die Magie und Waffenkraft von physischen Statuseffekten erhöht. Wenn ihr also ein Ausdauerspieler seid, so wie ich jetzt gerade mit dem Charakter, tut ihr erstmal 20 Punkte in diesen Champion-Punkt rein, um nach hier unten zu kommen. Und hier müssen wir 30 Punkte reinstecken. Warum machen wir hier nicht direkt 40 Punkte rein? Ganz einfach, weil dieser Champion-Punkt hier unten uns mehr Schaden ermöglicht als dieser Champion-Punkt. Wir machen also als erstes 20, 30, 40. Ja, einfach, weil der untere Champion-Punkt stärker ist als der hier oben, schadenstechnisch. Wenn wir jetzt ein Magicka-Spieler wären, würden wir einfach den linken Weg wählen. 20, 30, 40. Wenn wir das gemacht haben, das hier verteilt haben, easy peasy lemon squeezy, geht's hier wieder raus, ja. Super, wieder raus. Wie geht's als nächstes weiter? Wir haben jetzt hier alle Champion-Punkte, die für Schaden relevant sind, verteilt. Das heißt also, wir haben unsere 5 Aktiven, wir haben kritische Wahrscheinlichkeit, wir haben unser Hauptattribut, Magicka oder Ausdauer, wir haben Durchdringung freigeschaltet, Status-Effekt-Wahrscheinlichkeit und Status-Effekt-Effizienz. Wir haben jetzt erfolgreich alles an Schaden freigeschaltet, was wir durch das Champion-Punkte-System erhalten können. Und um das zu erreichen, mussten wir jetzt insgesamt Champion-Level 1170 sein. Das heißt also, mit Champion-Level 660 haben wir über 80% des möglichen Schadens aus dem Champion-Punkte-System rausgeholt als Schadensausteiler. Bis dorthin gab es auch keine Unterscheidungen bei Magicka- und Ausdauercharakteren. Die erste Unterscheidung gab es hier bei dem Main-Attribut. Und für den maximalen Schaden brauchen wir Champion Level 1170. Das ist also gar nicht so hoch, ja? Unter Champion Level 1200 letzten Endes, was wir hier an Punkten brauchen, um den Schaden zu machen, den zum Beispiel andere Leute in ihren DPS-Tests etc. machen. Soweit, so gut, ich habe den maximalen Schaden rausgeholt. Wie mache ich jetzt weiter, nachdem ich das gemacht habe? Ich habe jetzt noch mehr Punkte als, ich habe jetzt mehr Champion Level als 1170. Wie mache ich weiter? Wie kann ich für mich mehr rausholen? Denn jetzt geht es als nächstes natürlich an die Überlebensfertigkeit. Und dadurch, dass wir hier entweder Punkte in Ausdauer oder in Magicka gesteckt haben, können wir jetzt nach hier unten in den Champion-Punkt-Layer einschlagender Tod. Und dieser ermöglicht es uns jetzt hier, die erhaltene Heilung, die wir bekommen durch andere, zu erhöhen. Und zwar erstmal um 1% mit 10 Punkten. Danach wollen wir nach hier unten in Schadensverringerung durch NSCs. Das heißt also durch alle PvE-Gegner, die uns begegnen. Das können wir auf bis zu 8% Schadensverringerung hochtreiben. Jetzt, an dieser Stelle, sind wir Champion-Level, oder müssen wir, um so viele Champion-Punkte verteilt zu haben, Champion-Level 1320 sein. Und das ist der Sweet-Spot, den ihr euch merken könnt, ebenfalls der dritte Sweet-Spot nach 660, guter Schaden, 1170, maximaler Schaden. Der dritte Sweet-Spot, 1320, maximaler Schaden plus gute Defensive. Alles darüber ist jetzt wirklich Luxus. Manche Sachen sind schon fast unnötig, die wir jetzt gleich skillen werden, aber
1320. Jetzt haben wir eigentlich prinzipiell alles erreicht. Ja, das heißt, mit Champion Level 1170 hatten wir den Schaden erreicht, den wir zum Beispiel Champion Level 810 im alten System erreicht hätten. Müsst ihr euch nicht merken, wenn ihr neu im Spiel seid. Und jetzt haben wir auch die Schadensreduzierung größtenteils freigeschaltet. Man kann jetzt noch ein bisschen mehr rausholen. Was würde man machen, um mehr rauszuholen? Man würde jetzt erst den Schaden durch Elementareffekte verringern mit 40 Punkten. Dann den Schaden durch physische Effekte mit 40 Punkten. Dann würde man die restlichen 30 Punkte in schneller Erholung tun, um insgesamt 4% mehr erhaltene Heilung zu bekommen. 4%, ihr merkt schon, ist ein ganz geringer Wert, fast schon unrelevant. Danach gehen wir hier wieder raus und können hier in Gesegnet investieren. Gesegnet erhöht unsere gewirkte Heilung von uns selbst ebenfalls um bis zu 4%, wenn wir 40 Punkte rein investieren. Nachdem wir das gemacht haben, ja, das heißt also hier den Weg eingeschlagen haben, Elementarschaden verringert, physischer Schaden verringert, erhaltene Heilung erhöht, ausgehende, also selbstgewirkte Heilung erhöht, jetzt wird es eigentlich fast schon lächerlich, denn wir können mit unseren Champion-Punkten eigentlich nichts mehr anfangen. Ihr könntet jetzt also an dieser Stelle anfangen, Champion-Punkte freizuschalten, aktive Champion-Punkte, die ihr je nach Situation wechseln wollt. Ja, also zum Beispiel, wenn ihr sagt, ich bin jetzt gerade ein Schadensausteiler, der von Hinterhalt profitiert, dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr, ganz am Ende des Videos, nachdem wir uns die roten Champion-Punkte angeschaut haben, könnt ihr Hinterhalt mitnehmen. Wenn ihr viel Solo-Content spielt, könntet ihr plündernde Hiebe mitnehmen. Gucken wir uns ganz zum Schluss nochmal an, wenn wir uns die roten Champion-Punkte angeschaut haben. Sagen wir jetzt mal, ihr wollt genau das hier spielen, was ich euch empfohlen habe. Kampffinesse, tödliches Zielen, Taumaturg und beißende Aura. Das sind so die Main aktiven Champion-Punkte, die eigentlich jeder freischalten sollte, die jeder freischaltet haben muss, um guten Schaden machen zu können. Was können wir jetzt noch machen? Was haben wir jetzt noch für Möglichkeiten an passiven Champion-Punkten, nachdem wir jetzt hier 40 Punkte gesegnet reingesteckt haben? Wir können jetzt so unser sogenanntes Off-Attribut, also das Attribut, mit dem wir nicht kämpfen, erhöhen. Bei Magiker-Charakteren lohnt sich das natürlich. Mit mehr Ausdauer können wir mehr blocken, Ausweichrollen machen und so weiter und so fort. Was soll ein Ausdauer-Charakter mit Magiker? Die wenigsten Ausdauer-Charaktere haben Magiker-Fertigkeiten. Vielleicht ein Ausdauer-Templer noch mit Ritual der Vergeltung. Aber jetzt als nächstes könnten wir 40 Punkte in schaurige Erkenntnis stecken. Wenn wir das gemacht haben, dann müssten wir Champion Level 1890 sein. Keine Sorge, ich habe euch ab dem Punkt mit 1320 gesagt, eigentlich ist jetzt alles Luxus, wir brauchen das nicht. Ja, ist alles ziemlich sinnlos. Was wir mit den Champion-Punkten machen, ist jetzt eigentlich nur noch Wirrwarr, wo wir mit unseren Champion-Punkten um uns schmeißen. Ihr könntet jetzt als nächstes die andere Seite hier im Champion-Punkt-Layer Macht verändern. Das heißt also, hier seid ihr reingegangen, erweiterte Macht. Wir haben ja als Ausdauercharakter den rechten Weg gewählt und könnten jetzt als Ausdauercharakter den linken Weg freischalten. Was uns das bringt? Keine Ahnung. Als Magiker-Charakter können wir es genau umgekehrt machen, da haben wir den linken Weg gewählt, könnt jetzt den rechten freischalten. Was uns das bringt? Keine Ahnung. Jetzt haben wir alle passiven Champion-Punkte verteilt, die man irgendwie verteilen kann. Und wir sind Champion-Level 2100. Und an meiner Artikulation habt ihr bereits gemerkt, an meinem verbalen Ausdruck, hey, scheint ja irgendwie nichts zu bringen, Champion-Level 2100 zu sein. Richtig gemerkt, denn wir hatten ja schon gemerkt, 660, 1170 und 1320 waren so die drei Sweet-Spots. Alles darüber, wen interessiert's? Nice to have, aber kein Must-Have. Das waren die blauen Champion-Punkte. Jetzt gucken wir uns die roten Champion-Punkte als nächstes an. Die sind insgesamt ein bisschen einfacher zu verstehen und ihr braucht auch insgesamt ein bisschen weniger. Was müssen wir also machen, um jetzt hier gut Punkte verteilen zu können? Mit was würde ich anfangen? Ich würde als erstes mit maximalem Leben anfangen. Ihr ballert also alles, was ihr habt, in maximales Leben, denn hier bringen diese Champion-Punkte, die hier aus am Rand sind, tatsächlich etwas. Die rüstet ihr aus. Als nächstes schnappen wir uns die Ausdauer und Magika sowie Lebensregeneration. Auch die ballern wir voll, ziehen sie hier rein. Fertig. Als nächstes wollen wir unser Leben maximieren. Dazu müssen wir hier zu Heldenelan kommen. Wir könnten das machen, indem wir links lang gehen. Hier müssten wir allerdings 15 Punkte und nochmal 10 Punkte investieren. Wir könnten es aber auch mit weniger Champion-Punkte über Sprinter machen. Deswegen 10 Punkte in Sprinter, 8 Punkte in Hastig und 40 Punkte in maximales Leben. Ab jetzt haben wir unser maximales Leben erreicht. Mehr Leben können wir nicht erhalten. Und um das zu schaffen, also die Champion-Punkt-Verteilung, die ihr jetzt hier vor euch seht, dazu braucht ihr Champion-Level 474.
Also verschwindend gering, was ihr da an Champion-Punkte braucht. Dieses Level werdet ihr sehr schnell erreichen. Jetzt wollen wir aber die wichtigsten oder die letzten wichtigsten Champion-Punkte für uns als Schadensausteiler ausrüsten. Und dazu brauchen wir natürlich hier noch zwei aktive. Die fehlen uns ja noch. Wir tun jetzt also unseren Rüstungswert erhöhen, unsere Schadensreduzierung. Und zwar nehmen wir hier Unangreifer mit. 1700 Resistenzen entsprechen ungefähr plus minus so 2,5, 2,6 weniger Schaden. Also 2,5, 2,6% weniger Schaden. Ist also wirklich umgerechnet verschwindend gering, aber nice to have. Nehmen wir mit. Nachdem wir diese Punkte in Unangreifbar reingetan haben, können wir uns hier umschauen. Es gibt jetzt hier der erste Unterschied bei roten Champion-Punkten. Je nachdem, ob ihr einen Mai-Charakter oder Ausdauer-Charakter spielt, nehmt ihr jetzt als Mai-Charakter das obere. Hier kriegen wir immer, wenn wir einen Feind töten, 1500 Marker wieder. Oder als Ausdauercharakter nehmen wir das untere. Immer wenn wir einen Gegner töten, kriegen wir 1500 Ausdauer wieder. Das ist der letzte aktive Champion-Punkt, den wir ausrüsten. Und jetzt haben wir eigentlich alles Wichtige, was man so als Schadensausteiler braucht. Ja, und um das zu machen, müssen wir Champion-Level 774 sein. Also auch da wirklich kein hohes Champion-Level, was wir letzten Endes brauchen, um diesen Weg zu gehen. Wie wäre jetzt meine weitere Vorgehensweise? Und jetzt ist ganz wichtig, die Vorgehensweise, die ich euch jetzt erkläre, das ist eigene Präferenz. Wenn ihr sagt, ich blocke sehr viel, würdet ihr als erstes hier nach unten rechts gehen. Wenn ihr sagt, hier ist übrigens noch ein Übersetzungsfehler, hier müssten eigentlich stehen, pro Stufe 2% weniger Schaden beim Blocken, insgesamt dann maximal 6%. Das ist noch ein kleiner Übersetzungsfehler, ignorieren bitte. Wenn ihr sagt, hey, ich mache voll viel Ausweichrollen und ich muss häufig freibrechen, dann ist für euch natürlich der linke Weg interessanter. Und auch für mich in meiner Spielweise als Ausdauercharakter bin ich sehr wenig am Blocken. Als Mai-Charakter seid ihr vielleicht mehr am Blocken, wäre der rechte Weg interessanter. Ich werde jetzt eigene Präferenz den linken Weg als erstes nehmen. Und dazu, weil mystische Tenazität sehr, sehr unrelevant ist und als allerletztes angeschaut werden sollte, machen wir als erstes hier unten günstigere Ausweichrollen. Das ist ein passiver Champion-Punkt, den müssen wir also nicht hier oben reinziehen. Dann machen wir günstigeres Freibrechen als nächstes. Nice. Haben wir diese beiden Sachen. Jetzt kommen als nächstes, damit wir nach hier unten können, 10 Punkte in günstigeres Blocken. Dann 45 Punkte in Befestigung, 6%, 6% weniger Schaden durch Blocken. Auch sehr nice. Übrigens, Block Mitigation. Ist das nicht noch Englisch? Naja, hier wird sicherlich noch mal ein bisschen was dran geschraubt. Das Update mit den neuen Champion-Punkten ist zum Aufnahmezeitpunkt dieses Videos hier gerade erst erschienen. Soweit, so gut auf dem Live-Server. Deswegen, das Video wird da lange Relevanz haben. Keine Sorge, darin wird sich wahrscheinlich so schnell erstmal nichts großartig ändern. Nachdem wir das jetzt gemacht haben und effizienteres Blocken haben, würde ich als nächstes hier eigene Präferenz mehr Laufgeschwindigkeit mitnehmen. Ist nice to have. Erhöht euer Lauftempo beim Sprinten, auch innerhalb des Kampfes. Ziemlich cool. Nehmen wir also mit an dieser Stelle hier. Jetzt nehme ich als nächstes den Weg nach oben mit günstigeren Schildstößen. Schildstöße sind die Angriffe, wenn ihr blockt und mit eurer Waffe einen sogenannten Bash macht. Dann sind diese Schildstöße, diese geblockten Angriffe insgesamt günstiger. Nachdem ich günstigere Schildstöße hier, ja, letzten Endes dann gefüllt habe, gehe ich wieder nach unten, mache günstigeres Blocken aufs Maximum. Dann gehe ich nach hier unten, mache günstigeres Sprinten aufs Maximum. Dann schnappe ich mir hier die 15 Punkte mit schneller Laufen während des Blockens. Dann gehe ich nach hier oben, nehme mir erhöhten sogenannten Bash-Schaden mit. Wenn ihr ein sehr guter, kompetenter DD seid, der viel mit dem sogenannten Bash-Weaving arbeitet, es gibt das Einweben der leichten Angriffe, man macht also abwechselnd leichte Angriffe und Skills. Das gleiche funktioniert auch mit Bash-Angriffen, ist aber für Fortgeschritten deswegen für uns nicht relevant, wir gucken uns das nicht großartig an. Da ich davon nicht ausgehe, dass die meisten, da das den Schaden, dieses sogenannte Bash-Weaving, den Schaden nicht großartig beeinflusst, werden das 99% aller Spieler nicht machen. Ich übrigens auch meistens nicht. Und dementsprechend können wir das als einen der letzten Champion-Punkte ansehen, den wir hier angehen. Danach tue ich 10 Punkte in verringerten Detektionsradius. Und dann tue ich alles, was ich habe, in gemäßigte Seele. Gemäßigte Seele erhöht die Ressourcen von Spielern, die ich wiederbelebe. Erst nachdem ich gemäßigte Seele gemaxt habe, tue ich die restlichen 20 Punkte in verringerten Detektionsradius. Und jetzt
ganz zum Schluss das Allerunwichtigste. Verkürzte Statuseffekte. Verkürzte elementare Statuseffekte. Alles sehr, sehr unwichtig. Aber machen wir als ganz zum Schluss. Ja. Bei den roten Champion-Punkten konnten wir es also merken. Für maximales Leben müssen wir Champion-Level 474 sein. Für die maximalen oder für die wichtigsten Fertigkeiten müssen wir Champion-Level 774 sein. Soweit, so gut. Das waren alle wichtigen Sachen, die ihr wissen müsst. Wenn ihr sehen wollt, wie ich noch ein bisschen an den Champion-Punkten rumschraube, dies, das, anders mache, dann schaut gerne mal auf twitch.tv/alexnoes vorbei. Denn es wird auch in den nächsten Wochen noch weitere Videos zu den Champion-Punkten geben. Ich habe da eine ganze Menge für euch geplant. Und zwar kann ich ja einmal ganz kurz vorlesen, was für Videos möchte ich gerne noch zu den Champion-Punkten machen. Da wird einiges auf euch zukommen. Ja, ich möchte mir die für Tanks anschauen. Natürlich wird ein extra Video für kommen. Für Heiler werde ich mir den lieben Ben einladen und wir werden uns das gemeinsam anschauen. Für PvP-Charaktere würde es ein extra Video geben. Für Solospieler würde es ein ganz großes Tipps- und Tricks-Video als Ergänzung zu diesem Video hier geben. Und natürlich dann die neuen Bildvideos, ist ja klar. Was meinte ich jetzt vorhin mit verwirrenden Champion-Punkten bei den Blauen? Das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Ja, aber ich möchte euch das trotzdem mal erklären. Bei bestimmten Klassen oder in bestimmten Kampfsituationen lohnt sich der Champion-Punkt Hinterhalt. Hinterhalt ist sehr nice, denn Hinterhalt erhöht euren Schaden von den Seiten oder vom Rücken oder aus Richtung der Seiten oder vom Rücken aus der Sicht des Gegners sozusagen um bis zu 15%. Problem ist, das ist ein aktiver Champion-Punkt, den wir ausrüsten müssen. Das heißt also, wir haben ja schon 4 aktive Champion-Punkte. Und hier gibt es jetzt Variationen. Wenn ihr sagt, ich möchte mir darüber keine Gedanken machen, fein. Kampffinesse, tödliches Zielen, Taumaturg, beißende Aura. Haben wir ja schon am Anfang des Videos besprochen. Wenn ihr sagt, ich bin öfters mal in Situationen, wo der Tank zum Beispiel den Boss ja umdreht und ich am Bossrücken stehe, da könnte ich ja Hinterhalt sehr gut verwenden. Gut bemerkt. Welche Champion-Punkte tauscht ihr denn nun aus? Denn ihr könnt ja nur 4 aktive Fertigkeiten mitnehmen. Meine Reihenfolge hier an dieser Stelle unterscheidet sich ganz leicht. Bei den meisten Klassen würde ich Taumaturg entfernen. Das heißt also, erhöhten Schaden über Zeit würde ich entfernen und dafür Hinterhalt mitnehmen. Es gibt aber Ausnahmen. Zum Beispiel der Ausdauertempler. Der Ausdauertempler macht nur Flächenschaden, außer mit leichten Angriffen. Das heißt, der Ausdauertempler hat seine Jabs, das sind diese Speere, die machen Flächenschaden. Das ist so ein Kegel nach vorne. Der macht zum Beispiel einen Pfeilhagel und der macht zum Beispiel Ritual der Vergeltung auf dem Boden. So. Das sind alles Flächenschadeneffekte. Das heißt, der einzige Einzelzielschaden, den der macht, sind seine leichten und schweren Angriffe und die machen sehr wenig Schaden aus. Das heißt also, beim Ausdauertempler wäre es anders. Beim Ausdauertempler würde ich tödliches Zielen nicht mitnehmen und hier sozusagen Kampffinesse, wenn es geht, Hinterhalt. Wenn Hinterhalt nicht geht, dann tödliches Zielen. Wenn Hinterhalt geht, tödliches Zielen rausnehmen, Taumaturg und beißende Aura. Das wären die Champion-Punkte, die ich euch da beispielsweise empfehlen würde. Das sind also die einzigen kleinen Kniffe und Unterschiede, die es so bei den Klassen gibt. Aber allgemein kann man sagen, immer, egal in welcher Situation ihr euch befindet, diese 3 Champion-Punkte, Kampffinesse, tödliches Zielen, Taumaturg, beißende Aura, jetzt das bisschen Verwirrende, wenn ihr Hinterhalt mitnehmen könnt, würde ich bei den meisten Klassen am ehesten auf Taumaturg verzichten und Hinterhalt mitnehmen. Bei einigen Ausnahmen könnte man darüber nachdenken, statt tödliches Zielen doch Taumaturg mitzunehmen. Okay, das war das Einzige, so ein bisschen Verwirrende, wo es ein bisschen auseinander geht. Ich hoffe, ich konnte euch das gut erklären. Falls ihr irgendwas nicht verstanden habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich versuche natürlich, auf eure Fragen einzugehen und euch das Ganze zu beantworten. Aber wie gesagt, das hier, das Champion-Punkte-System wurde sehr stark verallgemeinert. Das ist jetzt für alle Klassen, alle Völker und alle Magiker- und Ausdauerspielweisen eigentlich komplett identisch. Das heißt also, für Schadensausteiler ist es immer das Gleiche. Und ich hoffe, ich konnte euch das hier schmackhaft in einem Video verpacken. Insoweit, euer Lexos. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr nichts mehr zu ESO verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, um in Zukunft informiert zu werden, wenn die neuen Videos für die anderen Rollen
Tank Highlights zum Beispiel rauskommen. Ganz oben findet ihr jetzt nochmal an dieser Stelle hier ein spannendes Guide-Video verlinkt. Und zwar, wie viele Fertigkeitspunkte kann man freischalten? Was müsst ihr dafür machen? Die direkt darunter findet ihr meine Guide-Playlist. Da findet ihr ganz viele spannende Inhalte zu Zelda Sword Online. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Video. Haut rein.